richtig schön winterlich. Da hinten ist schon der Fichtelsee. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber da hinten wäre das Restaurant. Aber man sieht nichts. Das war es jetzt auch schon bei mir vom Fichtelsee, denn jetzt geht es hoch am Berg, am Campingplatz vorbei und dann hoch am Ochsenkopf. Greif mal an. Nach der Minigolfanlage, die sich dort befindet, geht es jetzt hier linker Hand hoch. Sieht schon an zu den Winterwanderwegen. Ochsenkopf steht dran. Es geht los, nämlich genau hier hoch. Dort ist hinten das Schützenheim, aber auf geht's auf den Berg. So ein Weg hochgeht, wird spannend. Richtig schön winterlich. Anscheinend hat es hier heute Nacht ganz leicht hergezuckert. Ja, seit kurzem laufe ich auf einer Langlaufloipe. Aber es geht, was los ist. Ich laufe es auch falsch rum, habe ich gesehen, aber egal. Bei mir geht es jetzt da weiter. Jetzt geht es weg von der Loipe und wieder hoch. Nehmen wir lieber den Weg. Da unten. Die Naabquelle. Schauen wir, ob da wirklich Wasser kommt. Tatsächlich. Ochsenkopf. Von da unten kam ich und ja,
Donau geht's. Schön. Weißmainfelsen, da geht der Wind. Hoch bin ich kommen, komme ich runter auch. Oh ja, da. Schon sportlich. Vor allem, wenn es so glatt ist. Aber ich bin wieder unten. Pause kann man auch schön machen. Schneit auch schön, aber ich gehe weiter. 1,9 Kilometer am Ochsenkopf. Da geht's. Ist schon ein schöner Winterweg. Ja, ich wollte eigentlich jetzt einen anderen Weg runtergehen, aber das mache ich nicht, weil das Loipe und jetzt Piste ist. Außerdem ist es, dass das da herum so eine Art Eisregen ist heute, relativ rutschig. Sieht man auch, wie weiß die Bäume sind. Aus dem Grund gehe ich jetzt den gleichen Weg wieder runter. Ja. Bewegung hatte ich in dem Fall. Vielleicht sehen wir jetzt was anderes. Oder vielleicht kann ich noch ein paar Meter anders laufen. Schauen wir mal. Auf geht's. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber es schneit jetzt richtig schön her. Immer wieder kreuzt man einmal Loipen. Die sind aber für Fußgänger gesperrt. Deswegen geht es jetzt wieder runter den Winterwanderweg Richtung Neubau. So, jetzt bin ich wieder am Eingang von der Weißmainquelle. Vielleicht ist jetzt weniger los. Schauen wir mal. Oh, sieht gut aus. Ja, jetzt bin ich an der Weißmainquelle. Wenn jemand mal lange wandern möchte, hier sind wir. Hier war ich auch schon mal, kann ich gerne mal mit dem Fahrrad ein Video hinterlegen. Ja. Und dann könnte man den Main, Kulmbach, Bamberg, Schweinfurt, Würzburg, Miltenberg, Aschaffenburg, Frankfurt bis nach Mainz an den Rhein fahren oder aber auch, ja, wandern. Naja.
Da geht's weiter. Da hinten runter. Weiter geht's. Ich glaube, das ist ein schönes Platzl, um eine Tasse Tee zu trinken. Das machen wir. So, Pause ist vorbei. Weiter geht's. Und zwar hier hoch. Weiter geht's. Das wird doch jetzt nicht noch hell werden. Richtung Fichtelberg bin ich jetzt mal wieder abgebogen. Stand jetzt dran, Fichtelsee, 1,7 Kilometer. Wo ich an dem See rauskomme, ist es mir jetzt eigentlich mal egal. Aber der Weg fällt mir. Ja, laufe ich jetzt einfach mal. Laufen wir mal. So, jetzt bin ich wieder dort, wo ich am Vormittag war. Oh. Ich bin eingesunken. Langlaufläufe sind vorbei. Also diese Winterwanderwege, die sind echt richtig schön. Nur diese Loipensache, ein wenig schwierig, weil mittendrin mag man nicht laufen. Da geht ja die ganze Loipenpiste kaputt und links und rechts sumpft man so weit ein. Naja. Jetzt laufe ich gerade vom Fichtelsee wieder weg und zurück zum Auto. Ja, schön kalt, oben weil der Wind so gegangen ist, aber natürlich mega. Für so eine Tagestour super. Ist zwar ein Teil immer die gleiche Strecke, aber die ist so schön, warum soll man was anderes laufen? Weiter wollte ich auch nicht gehen, weil es viel Loipe ist und auf Loipe macht es weniger Spaß. Und soll man und darf man eigentlich auch nicht laufen. Ja, sollte euch das Video gefallen haben, lasst einen Daumen nach oben da, gebt ein Abo und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao aus der Winterlandschaft.